Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Handwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin natürlich wie immer auf der Baustelle und zwar an einem Samstag für ein neues Videotagebuch. Jawohl, diese Woche ist natürlich wieder einiges passiert, man sieht es schon hier, die Betonplatte ist fertig und auch so andere diverse Sachen noch an dem Dachstuhl. Was allerdings alles genau passiert ist, das seht ihr ja, im heutigen Video. Viel Spaß beim Anschauen! Ja, so Freunde, da sind wir wieder im Dachstuhl unseres Bruchsteinanbaus und ja, ich mache natürlich jetzt genau an der Stelle weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, noch im Moment, noch von oben, sprich mit meiner Kreissäge kann ich da noch sehen, dass ich die Latten durchkriege und so weiter und so fort. Wer das letzte Tagebuch gesehen hat, der weiß ja, wie ich da bis jetzt vorwärts gekommen bin, eigentlich ganz gut, wobei ich da halt keine wirklich schönen Sachen freigelegt habe, sondern mehr ja, die relativ maroden Balken, wo ich da noch bei muss. Also ich kann mich noch erinnern an das erste Gespräch mit dem Dachdecker, der von unten die Decke gesehen hat und hat gesagt, eieiei, das wird aber viel Arbeit werden, sowas in der Art. Und ich das natürlich nicht geglaubt habe, gesagt habe, ah, so schlimm kann das gar nicht sein, der nörgelt nur rum. Und jetzt habe ich mir das ja richtig aus der Nähe angeguckt, wenn ich da so von oben da am Gange bin. Ja, musste jetzt dem Dachdecker leider am Wochenende zustimmen und der hat mich natürlich dann erstmal ausgelacht. Ach so, ja, apropos Lachen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich wohl offensichtlich zu viel lache in meinen Videos. Ja, jetzt lache ich schon wieder. Ja, ich weiß auch nicht, Freunde, ich habe jetzt mal gesagt, okay, wenn ich hier abends vor meinem Rechner sitze und diese Videos hier synchronisiere, dann werde ich einfach mal den Alkohol weglassen oder irgendwelche anderen Drogen und hoffentlich klappt es dann mit dem etwas weniger Lachen, ja. Ist ein kleiner Tick von mir. Ja, wie gesagt, ich arbeite dran und gelobe Besserung an dieser Stelle. So, ja, hier jetzt noch das letzte Stück. Also das ist noch, wie man sieht, das letzte, was ich von oben machen sollte, weil wenn ich jetzt da die Balken absäge, irgendwann sägt man sich natürlich selber den Ast auf dem man sitzt. Deswegen bin ich hier auch ein bisschen vorsichtiger noch am Gange. Aber doch alles safe, ja. Also man sieht ja hinten da auch noch die Balken rausgucken. Da sind noch Balken drunter, Freunde. Ne? Also hier an der Stelle noch keine Absturzgefahr oder sonst irgendwas. Schön auch zu sehen, links so ein bisschen, man sieht es auch an den Balken da, die haben da wirklich alles drunter gelegt, was es nur gab. Da sind, also unfassbar, da sind kleine Brettchen drunter, da sind irgendwelche, ja Laminat auch nicht, aber irgendwelche Fußbodenbelagsreste bis hin zu Spanplatten, die drunter gelegt waren, fürchterlich. Und die Balken sind in einem richtig erbärmlichen Zustand und ja, ich glaube, dieser Dachstuhl, der wird uns noch den ganzen Winter durchaus Freude bereiten, im Sinne von, dass wir da noch so einige Stunden reinstecken müssen, um den zu sanieren. Und die Frage ist auch, ob wir überhaupt diese Balkenlage da retten können oder ob wir die tatsächlich rausschneiden müssen, um da dann komplett neue Balken einzubauen. Das wird sich noch zeigen. Das kommt wohl auch so ein bisschen noch drauf an, ob da jetzt noch irgendwie Holzwürmer drin sind oder sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, das werden wir uns noch genauer angucken an der Stelle. Dann kommen wir auf jeden Fall zu einem Spezialgebiet der ja, Bauherren mit Eigenleistung, nämlich Aufräumen. Was macht ihr 80% eurer Zeit auf eurer Baustelle? Irgendeinen Scheiß wegräumen. Das ist echt so. Und ja, macht von mich auch nicht halt. Ich muss auch sehen, wie ich den ganzen Holzkram, den ich da oben jetzt wunderbar immer alles abgerissen und runtergeschmissen habe, der nach draußen auf den Anhänger kriege. Zum Glück ist Schwiegervater wieder gekommen und hat mir den Treckeranhänger vor die Terrasse gestellt, sodass ich den jetzt schön voll klatschen kann. Und da auf so einen Anhänger natürlich einiges drauf geht, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an, ich weiß nicht, vorletzte Tagebuchvideo, da hatte ich das ja erwähnt. Diese ganzen Holzreste stammen von unserem alten Carport an unserem anderen Haus. Das hat leider auch das Zeitliche gesegnet. Ich kann das ja mal hier oben so ein bisschen einblenden. Das war auch ein ganz interessanter Umbau. Wir haben das erst wieder fast vollständig zurückrüsten müssen, weil das ganze Holz, das ganze Dach vergammelt war. Das war wieder wunderbar. Ich sagte ja schon, ich habe ein wunderbares Händchen, so für Holzsachen habe ich das Gefühl. Ja, alles vergammelt, musste alles neu. Hat aber unser Zimmermeister natürlich mit Bravour erledigt. Das heißt, das war wunderschön hinterher. Man sieht es jetzt hier, das Dach ist runter, die Balken sind ausgetauscht. Neues Holz, wir haben sogar ein kleines Kopfband da reingekriegt. Alles geil. Und eins der Highlights war auf jeden Fall die, ja, das ist so eine Lichthaube. Die kommt eigentlich, naja, das macht man meistens mehr in der Industrie, glaube ich, vor allen Dingen in diesem Maße. Im Carport oder an der Hauswand zum Carport, da sind noch zwei Fenster und so. Und damit die ein bisschen mehr Licht kriegen, haben wir praktisch da so eine Lichthaube. Der Vorbesitzer von dem Haus, der dieses Carport auch errichtet hat, also da war ich auch nicht dran schuld, der hatte da einfach nur so Plexiglas reingemacht. Das hat aber nicht ganz funktioniert, deswegen ist das alles vergammelt. Und ja, wir haben jetzt halt eine
richtige Lichthaube da reingesetzt. Die ist allerdings relativ mächtig gewesen. Die ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2,40 Meter mal 1,50 oder so. Ich weiß es gar nicht. Ein richtig großes Ding. War eine coole Aktion, das Teil da mit dem Trecker, mit dem Frontlader oben auf das Carport drauf zu buxieren. Ja, hat aber alles funktioniert, keine Verletzten und keine Sachschäden und so weiter angerichtet. Und ich würde mal behaupten, wir haben jetzt da in dem Wohngebiet das Carport mit der größten Lichthaube überhaupt, würde ich mal so sagen. Das kann ich, glaube ich, ganz einfach mal so sagen. Ja, so viel zu dem Carport und man sieht es auch hier unten, alles auf dem Anhänger mittlerweile. Wir können ja wieder ein Ratespiel machen, wie viele Tonnen das jetzt wohl an Holz ungefähr sein mögen. Ich weiß es noch jetzt noch nicht, die Wägung, den Wegebericht habe ich noch nicht, aber ich bin selber gespannt, ja, wie viel das jetzt wieder war. Ist alles mögliche an Holz, Balken, Latten, vergammelt, mit Schimmel, ohne Schimmel, hast du nicht gesehen, Latten und natürlich auch Spanplatten, wie dem auch sei. So, ja, nach der Arbeit ist ja meistens auch immer vor der Arbeit. Dazwischen, ihr kennt mich, trinke ich gerne auch mal ein Käffchen. Und für euch ist jetzt hier die Gelegenheit, mich ein wenig zu unterstützen, ein Like dazulassen, vielleicht sogar einen Kommentar oder sogar den Kanal zu abonnieren, Freunde. Ich danke euch auf jeden Fall. So, und dann konnten wir endlich loslegen mit dem letzten Stück der Bodenplatte, naja, zumindest für dieses Jahr. Danach wollten wir ja, oder wir sind jetzt ja schon beim Dachstuhl bei, ne? Aber das war jetzt so das Letzte, was wir machen wollten. Den Rest der Bodenplatte müssen wir zusammen mit den Außenwänden machen, weil das letzten Endes alles dann Sachen sind. Sowie die Wand hier im Hintergrund, habt ihr ja in den vergangenen Tagebuchvideos auch gesehen. Das ist dann halt echt so eine Stückelei, ne? Wobei das wahrscheinlich ein bisschen einfacher wird, weil das ja Fachwerkswände sind. Die kannst du ein bisschen besser abstützen als hier die Steinwand im Hintergrund. Ja. Aber das machen wir erst im nächsten Jahr, wie schon in anderen Videos besprochen. So, jetzt hier, das machen wir selber. Ist zu wenig Menge, um den Mischer kommen zu lassen. Deshalb haben wir das selber gemacht. Hat ungefähr, was hat das gedauert? So circa 5 Stunden waren das. Wir haben relativ stramm durchgearbeitet, sind da ganz gut vorwärts gekommen. Was sind das hier? Das sind jetzt ungefähr 30 Sack, glaube ich, an Zement. 30, 35 Sack circa haben wir da drin versenkt. Entsprechend natürlich dann die Menge Schotter dazu und Wasser und weiß der Teufel. Es waren ein paar Schippkarren, sage ich mal. Ja. Also da weißt du abends auf jeden Fall, was du getan hast. Allerdings hier nicht ganz so kompliziert mit dem Einbringen. Man konnte ganz gut mit der Schubkarre überall hinfahren. Und ja, guck, da hinten halte ich schon die Rüttelflasche rein. Das mache ich jetzt an der Stelle, damit sich das schön um die Rohre drumherum legt, ja, dass das da auch überall dann zwischen ist und so weiter. Ja, nicht, dass der schon irgendwie anfängt anzuziehen, der Beton, und das ist eben noch nicht um die Rohre vernünftig drum. Ja, aus der Perspektive hier sieht man es auch noch ein bisschen besser. Wie man sieht, da ist jetzt ein gewisser Abstand noch zur Außenwand. Und ja, das könnt ihr euch dann so vorstellen, wenn wir dann nächstes Jahr an dieser Wand dann weitermachen draußen, dann werden wir das auch unterhöhlen, bis nach draußen drunter hergehen. Also dann muss ich auch mit dem Bagger einmal komplett an der Hauswand vorhergehen. Ja, das Ganze muss abgestützt werden etc. Das wird nochmal ein richtiger Spaß, Freunde. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie wir da so vorwärts kommen und vor allen Dingen, wie das Fachwerk dann draußen aussieht. Das ist ja wirklich, also ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin da echt gespannt drauf, was uns da noch alles erwarten wird. Ja, wir können auch mal einen Blick nach draußen werfen. Hier ist unser, ich sag mal, Baustofflager. Man sieht hinten den Schotter, den ich immer fleißig manchmal rein buddele. Dann natürlich den Kies, den wir jetzt hier für den Zement brauchen. Und auch noch einen Haufen Sand. Den brauchen wir vor allen Dingen später noch, wenn wir dann die Abwasserrohre draußen verlegen. Und ja, das ist eine ganz gute Ecke. Da kannst du den Betonmischer hinstellen. Da kann man ein bisschen rumsauen und so. Alles gut. Der Dumper sorgt so ein bisschen dafür, dass wir den Zement, die ganzen Säcke nicht schleppen müssen. Auch ganz gut. So hat er auch ein bisschen seinen Job zu tun. Und so geht das dabei. Das ist natürlich gleichzeitig auch immer eine ganz gute Gelegenheit, um sich ein bisschen auszutauschen, ein paar, naja, natürlich ganz wichtige Fachgespräche zu führen. So, naja, ich will es jetzt gar nicht alles erwähnen, über was wir uns da so immer unterhalten. Das wäre übrigens auch mal eine Frage, was ihr so davon halten würdet, wenn wir sowas zum Beispiel auch zu einem kleinen Anteil hier in die Tagebuchvideos mit aufnehmen. Also nicht nur hier Zeitraffer und so ein bisschen andere Aufnahmen, sondern auch mal einfach so, wenn wir hier, ich bin ja nicht immer alleine, ja, ich habe ja zum Glück auch immer mal Hilfe hier und
diese Gespräche, wie wir uns da gegenseitig fertig machen und beleidigen und so weiter, wie das halt unter Handwerkern so ist, meistens der Ton auf der Baustelle, viele werden das kennen. Ja, ob das für euch interessant wäre, dass wir sowas hier auch mal reinbringen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt eher gut finden würdet oder sagen würdet, ja nee, lass mal, weil ist natürlich klar, ich muss dann ja auch jetzt hier dann so ein bisschen kürzen wahrscheinlich bei den Zeitrafferaufnahmen. Meine Idee wäre, dass man so, ja, keine Ahnung, 20%, 30% dann des Videos dann mit so kleinen Schnipseln in O-Ton praktisch von der Baustelle da lustig mit einbaut. Es soll natürlich dann auch tendenziell besser werden, das Video, also unterhaltsamer. Naja, mal schauen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das befürworten würdet oder nicht. Dann könnte man das ja vielleicht irgendwann mal demnächst auch mal so einbauen. Ja. Ja, nochmal kurz zurück zum Geschehen. Ihr seht es, der Beton ist soweit drin. Wir gehen da jetzt nochmal mit der Rüttelflasche durch, um auch so die letzten Lufteinschlüsse da rauszukriegen und zu gucken, ob noch irgendwo was fehlt, was da auch tatsächlich der Fall war da an der Stelle. Deswegen, da müssen wir noch ein bisschen reinschippen. Zum Glück hatten wir noch was und mussten jetzt nicht noch extra nochmal den Mischer da anschmeißen für so ein paar Schippen an Beton. Ja, das Ganze hat ganz gut geklappt. Wie gesagt, etwa 5 Stunden und das sind ungefähr etwas über 5 Tonnen an Beton gewesen. Kann man grob sagen, 1 Tonne pro Stunde haben wir da angemischt und reingebracht und so weiter. Ist, glaube ich, ganz okay. An dieser Stelle noch eine kleine Information in eigener Sache sozusagen. Und zwar, Freunde, gibt es ab jetzt parallel zu meinem YouTube-Kanal auch noch eine Webseite. Ja, ich habe mich ein bisschen hingesetzt und ein bisschen Webseite programmiert. Unter derfachwerkersaniert.de, ich werde das hier mal einblenden, findet ihr demnächst, also die Seite ist schon online, ihr könnt schon gucken, aber es ist noch nicht ganz so viel da. Ich arbeite noch dran. Es sind ein paar Zusatzinfos hier zu dem Haus, zu dem Bau und so weiter. Aber ich habe da noch einige Ideen, Freunde, das wird großartig. Lasst euch überraschen, was da noch kommt. Ihr könnt schon mal reinklicken. Unten Bookmark setzen oder was und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da auch mal reinschaut. Hoho, ja, ist denn schon Weihnachten, habe ich da fast gedacht. Diese Woche ist nämlich auch noch eine sehr schöne Lieferung gekommen. Von der Firma Baumax habe ich bekommen einen neuen Dumper, jawohl, einen RMD 650. Das ist ja praktisch ein Kettendumper, so wie mein kleiner Scheppach, den ich schon da stehen habe. Nur der ist, der soll sehr viel besser sein. Und da habe ich der Firma Baumax gesagt, alles klar, schickt mir so ein Ding mal zu, ich gucke mir das mal an. Und das werde ich tun. Das heißt, in den nächsten Wochen, mal gucken, vielleicht sogar schon nächsten Mittwoch, ich muss mal schauen, werde ich dazu ein Review-Video erstellen zu dem Gerät und ja, um mir das Teil natürlich mal anschauen. Dazu gibt es natürlich noch, da werde ich den, ich wäre ja blöd, wenn nicht, noch ein Video machen zum Vergleich mit dem Scheppach, was der so kann, was der nicht kann und so weiter und so fort. Was auf Anhieb aufgefallen ist, Freunde, wenn ihr euch den hier so anguckt, also nicht, dass der nicht blau, sondern gelb ist, ist die Mulde, Freunde. Ja, der hat endlich mal eine sinnvolle Muldenarchitektur ohne eine Verjüngung vorne. Herzlichen Glückwunsch, ja, das ist also wirklich Gold wert, würde ich mal sagen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich denke mal, der wird da in dieser Hinsicht in der Performance um einiges besser sein als der Scheppach, aber wir werden es ja sehen. So, das ganze Ding ist wunderbar angeliefert worden, auf Palette mit Sicherung und hast du nicht gesehen. Ich habe dann schon alles aufgefüllt, habe geguckt, Öl ist reichlich drauf gewesen, ein bisschen Sprit drauf und dann mal angerissen das Teil. Springt an wie eine Eins. Hier dieses Bläuen, macht euch keine Sorgen, das war, ich schätze mal, durch den Transport. Wie gesagt, da war recht viel Öl drauf. Da werde ich sich ein bisschen verschluckt haben, hat er danach nicht wieder gemacht, alles gut. Der läuft wirklich super, der Motor ist echt kraftvoll und auch die Pumpe, also laut Baumax, diese ganzen Specks, die werde ich natürlich noch in dem entsprechenden Review bringen. Ich freue mich nur so ein bisschen, dass ich diese Dinge hier habe, weil das ist, ja, das sind wieder typisch Männer und ihre Spielzeuge, ja, wie das immer so ist. Was diesen Dumper tatsächlich eine Art Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt gibt, und das ist tatsächlich diese Mulde, ja, also zum einen diese Form, dass der also nicht diese Verjüngung hat, aber zum anderen auch der Kippwinkel, der geht richtig zur Sache, der kippt, glaube ich, Baumax sagt an 110 Grad oder so, ist also ziemlich geil. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr diesen Dumper kennt, vielleicht hat den ja sogar einer von euch und ob ihr da schon irgendwelche Erfahrungen mit habt. Ich bin mal sehr gespannt, wie der sich so schlägt hier auf der Baustelle. Und ja, ihr werdet es ja dann sehen in dem entsprechenden Video. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Das war schon so ein kleines, ich sag mal, Weihnachtsgeschenk hier, mehr oder weniger. Zum Spielen für den Fachwerker. So,
So, ja, aber jetzt hier genug gespielt mit dem Dumper. Das war ja schon fast wieder ein halbes Review. Ich kann es einfach nicht lassen. Wenn das halt Spaß macht, ihr kennt das, ne? Dann kommt man in so einen Redefluss. Naja, was soll's. Es muss natürlich weitergearbeitet werden. Wie man sieht, hier die Ecken. Das hatte ich jetzt von oben letzte Woche nicht gemacht, weil da unter dem Dach da in der Ecke, das war echt scheiße zu arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, ja, nee, das machst du besser. Von unten ist vielleicht ein bisschen besser. Ja, eine Sache habe ich da nicht so ganz bedacht vielleicht. Das war so nämlich die Schwerkraft. Das heißt, wenn du von unten die Scheiße sägst, dann fällt dir natürlich auch alles in den Nacken und hast du nicht gesehen. War jetzt auch nicht ganz so schön. Aber letzten Endes bin ich da von unten auch ganz gut dran gekommen, um das alles da auseinanderzubauen. Ihr seht schon da die Deckenbalken. Also das sind die Balken, die da zusätzlich reingekommen sind. Ich vermute mal, dass einiges davon ehemalige Kehlebalken waren. Die sehen zumindest so aus. Andere sind irgendwie woanders raus. Einen habe ich gesehen, der ist ein bisschen angekokelt gewesen. Ich weiß nicht, ob es in diesem Haus dann mal gebrannt haben muss im Dachstuhl oder ob das einfach irgendein Holz von irgendeinem anderen Haus war. Ja, weiß man alles nicht. Ist allerdings eine recht interessante Sache da. Also es offenbart sich immer mehr, dass dieser Dachstuhl durchaus noch einiges an, ich sag mal, Liebe benötigt, bis man da tatsächlich eine Decke drauflegen kann und da ruhigen Gewissens rüberlatscht. Ja? Also das wird noch hart, Leute. So, Freunde, ja, das war's für diese Woche von unserem Tagebuch. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es hier an unserem supergeilen Dachstuhl weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch was. Bleibt sauber und wir sehen uns. Bis denn. Ciao, ciao.